Willkommen zurück. Aber das sehen wir jetzt. Jetzt gehen wir zuerst mal hier in den Club. Holen uns die Lorbeeren ab. Ah, der Tom. Wenn dir jemand einen Job als Soldato anbietet, schlag ein, Junge. Ein Soldat, das ist deine Chance, ein gemachter Mann und ein Teil der Familie zu werden. Der Don selbst würde die Zeremonie leiten. Hey, keine Sorgen, mein Freund. Es tut nicht weh. Also würde, es tut, also ein gemachter Mann, Made Man und Soldato, das heißt nichts anderes, als dass wir in die Mafia aufgenommen werden, offiziell. Es gibt nichts Wichtigeres für einen Mann als seine Familie. Diese Männer von Ehre, sind auch meine Familie. La Familia Corleone. Und jetzt fühl dich wie neugeboren, als einer von uns. Danke, Pater. Du gehörst jetzt zu unseren qualifizierten Männern. Clei Uomini Qualificat. Bitte, stell dich selbst deinen Brüdern vor. Glückwunsch, Sie wurden zum Soldaten befördert und offiziell in die Mafia-Familie Corleone aufgenommen. Respekt 17.500, Geld 20.000, Beförderungsboni, wöchentliche Zahlung erhöht. Und das ist natürlich das Wichtigste. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit jeden Mengen Leuten zu quatschen, zum Beispiel mit dem Serl Kessel. Hey, Kleiner, wenn du keinen Ärger machst, habe ich vielleicht öfter was für dich. Oder mit dem, wie heißt er? Mit dem Alters. Verbindlich in der Familie zu haben. Das dauert nun schon Monate. Sie fürchten mich, Tom. Mich würden Sie nie unterschätzen. Aber Michael. Warte, bis sich der Rauch verzogen hat. Dann kann Vater verhandeln. Nein, nein. Vater kann im Moment nichts machen. Ich muss entscheiden, was zu tun ist. Mann, dein Ruf wird immer besser. Ich hoffe, du genießt es. Ah, ich wollte eigentlich nicht euer Gespräch unterbrechen. Sonny? Was ist los? Tom? Seitdem McCluskey erschossen ist, hat die Polizei uns bei all unseren Geschäften ziemliche Schwierigkeiten bereitet. Die anderen Familien übrigens auch. Es hat viel Aderlass gegeben. Durch unsere Kontakte zur Presse ist eine Menge Material in die Zeitung gekommen. Zum Beispiel, dass McCluskey im Rauschgifthandel von Solozzo mit drin steckte. Durch unsere Kontakte zur Presse ist eine Menge Material in die Zeitung gekommen. Zum Beispiel, dass McCluskey im Rauschgifthandel von Solozzo mit drin steckte. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hatte das nicht schon mal gesagt? Nein, aber... Ich brauche einen Drink. Kann ich noch mit irgendjemandem reden? Ah, mit dem Don oder mit hier? Mit. Bevor du dich uns anschließt, müssen wir ein paar Dinge klären. Die Cosa Nostra, davon reden wir hier nämlich, ist kein Geschäft. Es geht dabei vor allem um die Ehre. Du gehst lebend rein und kommst nur tot wieder raus. Verstehst du? Ist das klar? Mhm. Da draußen gibt es Männer, die offenbar unbedingt getötet werden möchten. Du hast sie sicher schon bemerkt. Sie beschweren sich, wenn sie im Casino verlieren. Sie springen wütend aus ihren Autos. Sie beleidigen und verletzen Menschen, von denen sie so gut wie nichts wissen. Diese Menschen gehen durch die Welt und rufen, erschießt mich. Und es gibt immer jemanden, der bereit ist, ihnen diesen Gefallen zu tun. Na, so kann man es auch sehen. Diese Menschen gehen durch die Welt und rufen, erschießt mich. Und es gibt immer jemanden, der bereit ist, ihnen diesen Gefallen zu tun. Was mit dem Wir haben alles erledigt. Jetzt warten wir. Okay. Durch unsere Kontakte zur Presse ist... Ja, das weiß ich. Ah, man kann abbrechen. Ah, ist aber cool. Ah ja, genau, das sagt der Clemenza noch gar nichts gesagt. Hey, Kleiner. Im Moment gibt's nichts zu tun, aber komm mal wieder vorbei, okay? Okay. Also, es gibt nichts zu tun, aber wir haben erfahren, dass da irgendwie viel, wie soll ich sagen, viel,
Ja, also es gibt wieder Krieg, das ist los, hä? Treffen Sie sich mit Frank in Metal in ihrer Apartment. Okay, aber das machen wir später. Es herrscht wieder Krieg, also der... Das hat wieder einen Krieg ausgelöst, da das wieder in Solozzo... Freut mich, Sie zu sehen. Da draußen sind ein paar Typen, die Sie fertig machen wollen. Ich kann Sie beschützen. Abgemacht. Danke. Ja, und da es jetzt Krieg ist, also so wie ich das verstanden habe, mit allen Familien Krieg. Und da es mit allen Familien Krieg gibt... So, so ein cooler Treffer. So, hier ist sauber. So, ja, weil jetzt, also, ja, Moment, das machen wir hier mal fertig. Bring dich um, ich bin getroffen. Ja, war das nicht so günstig? Ich mach dich fertig. Dafür mach ich dich fertig. Lass das. Und was jetzt? Willst nicht fliegen? So. Don Corleone möchte sie auszahlen. Reicht das, um sich zur Ruhe zu setzen? Das ist ein großzügiges Angebot. Abgemacht. Aber ihr behaltet alles im Auge, okay? Ja, weil eben, irgendwie, also... Da waren nicht nur, also der Solozzo und der McCluskey... erledigt wurden, das sind nicht nur die Bullen sauer, sondern auch die anderen Familien und die haben deshalb uns den Krieg erklärt und es gibt jetzt Krieg, also ich werde da noch später genau drauf eingehen, also wir haben jetzt mit allen vier Familien Krieg, mit den Tartaglias, mit den Strakis, mit den Cunios und mit den Basinis und ja, ich werde die... Der schießt auf mich? Wieso schießt er auf mich, der Idiot? Also wir werden jetzt die restlichen Geschäfte hier noch einnehmen. Und zwar werden das hier im Prinzip nur noch... Okay, das ist ein Lagerhaus. Bowery ist das einzige, das wir nicht einnehmen können. Gibt es eigentlich nur noch das Basini hier und das Cuneo hier. Okay. Jetzt brauche ich irgendwie einen Wagen. Na, den Weg. Ah, hör doch auf zu ballern. Gehen wir zuerst zu den Basinis, weil Cunios, es könnte sein, dass die wieder auf uns schießen. Schießen die Cunios auf uns?
gewesen sein. Nö. Schöner Laden. Was dagegen, wenn ich reinkomme? Okay. Aber wenn jemand fragt, sie hatten eine Einladung. Es läuft wieder der geile Sound. Ist Ihr Club sicher? Für ein paar Dollar sorge ich dafür, dass er es bleibt. Natürlich zahle ich. Der hat aber auch kein... Ich glaube, Hinterzimmer hat er keins, oder? Ich habe einen Wahnsinnsappetit auf den... Nein, und das sind sogar schon Corleones. Corleones. Aber ein Safe hat er sicher. Ich krieg dich, Freundchen. Jo. So, dann gehen wir jetzt noch zu den Basinis. Die haben noch einen Laden, den wir einnehmen können. Und nachher ist wieder. Dann haben wir extrem viele Geschäfte eingenommen. Also dann fehlen wirklich nicht mehr viel. Eigentlich nimmt es mal gerade Wunder, wie viel denn überhaupt noch fehlen. Es fehlen. Wo ist es? Pickups. Nein, wo ist es? Exekutionsweisen. Wo sehe ich, wie viele Verstecke? Tatverdachte. Ah. Also es fehlen noch 12 Fassaden. Okay, das ist nicht allzu viel. Und illegale Geschäfte. Ah, Erpressungen, ja. Also es fehlt wirklich nicht mehr viel. Da hinten sind die Basinis. Schöner Laden. Was dagegen, wenn ich reinkomme? Also der redet gar nicht, sondern der spielt Musik. War das ein Roboter jetzt oder was? Wenn der Laden laufen soll, brauchen Sie professionellen Schutz. Diese Freundschaft ist jeden Cent wert. Sehe ich doch auch so. Und die hat, glaube ich, kein Hintergeschäft. Also ich meine jetzt, Hintergeschäft im Sinne von, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht falsch verstehen, bitte. Den Safe kann ich allerdings noch nicht nehmen, ist aber nicht weiter tragisch. Und ich glaube, das Hotel Aliotto von den Strakis, das habe ich auch noch nicht eingenommen. Dauerlich eigentlich. Also nehmen wir noch das Hotel Aliotto ein und dann geht's aber in St. Martin und wird gespeichert und dann wird mal die Aufnahme, wenn die Aufnahmesession wird beendet, dann machen wir das nächste Mal weiter. Ah, doch, das haben wir doch schon eingenommen. Okay, gut. Dann haben wir jetzt, schauen wir mal auf die Karte. Eben, da ist nur noch das Hotel hier. Und sonst sind alle Geschäfte in unserer Hand. Übrigens, dieses Lagerhaus und dieses Lagerhaus, da verstecken sich 2 Filmrollen und da eine. Und da wir jetzt Krieg mit den Strakis und Talias haben, werde ich in der nächsten Aufnahmesession diese beiden Lagerhäuser einfach mal einnehmen. Dann hätten wir das. Ja, und wenn ihr euch so die Karte anschaut, muss man sagen, ja gut, in New Jersey und Hell's Kitchen sieht es ein bisschen aus, aber gerade hier in Midtown und in Little Italy und Brooklyn haben wir eigentlich fast schon alles übernommen. Also es sieht sehr, sehr lecker aus. Müssen wir hier rausfinden. Oh ja, okay, jetzt fahren wir eine extra Runde durch.
Oh. Hat aber auch geil ausgesehen. So. Also Little Italy ist fast komplett in der Hand der Corleones. Können wir uns eigentlich zurücklehnen, also die anderen Familien, was wollen die? Die können gar nichts gegen uns tun, die sind viel zu mächtig. Aber eben die Hochzeit, ja, die müssen wir jetzt leider verschieben, weil eine Hochzeitsfeier, das wäre natürlich ein idealer, wie sagt man, ein guter Anlass für die feindlichen Familien, einen Angriff auf uns durchzuführen, oder? Und deshalb muss Frankie und ich müssen da noch ein bisschen warten, bis wir heiraten. So, speichern. Gut, dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr dabei geblieben seid. Das hat zeitweise ein bisschen länger gedauert, aber ich denke, wir haben, ja, noch ein kurzer Blick in die Statistiken. Wir haben wirklich gute Arbeit gemacht. Upsala, ist wieder das Mikro runtergefallen. Sorry, Missionen haben wir ja fast schon 2/3 erledigt. Also wir nähern uns langsam dem Ende. Mordaufträge 40%, aber da werden bald schon mehr kommen, wenn es dann gegen Schluss geht. Erpressungen haben wir 3/4, illegale Geschäfte 2/3, Lagerhäuser, Drehscheiben, Anwesen, das kommt alles demnächst. Pickups haben wir mehr als die Hälfte. Spielfortschritt, also haben wir wirklich jetzt die Hälfte des Spiels erreicht, kann man sagen. Ja, finanzielle Entwicklung, also bekommen wir mittlerweile 103.000, das ist auch was. Hier steht ja genau 44 von 56 Visagen. Öffentliche Akten, Pickups, genau, Saves, 52 von 100, Verstecke, okay, das kommt alles noch, Exekution, das haben wir alle, Filmrollen fehlen noch 6, das ist auch sehr gut, eben, das haben wir alles. Und was ich jetzt noch schauen wollte, ist Karrierefortschritt, Missionen, wir waren Außenseiter, sind dann Partner und sind jetzt Soldat, also das nächste wäre Capo, dann käme Capo Decina, also Underboss, und dann Don, der Corleone-Familie. Und dann, ihr seht hier Don von New York City, also die Hälfte auf dem Weg haben wir schon. Aktuelle Rangvorteile, Soldat, Gesundheit, Gesamt 3560, Tributprozentsatz 60, Respektmodifikator 25. Nächster Rang Capo, Tributprozentsatz 55%, Respektmodifikator 30. Also Capo bringt ein bisschen mehr, aber ja, nicht so vielfach, finde ich jetzt. Also, gut, dann nochmals danke und bis bald. Das war euer MRC. Ciao. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.